Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Ich habe einen Schuppen gefunden. Wo ein Schuppen ist, wird doch hoffentlich auch ein Haus sein. Und es ist ein Haus da. Zwei Häuser. Sind es zwei Häuser? Das sind zwei Häuser. Zwar kleine Häuser, aber es sind Häuser. Es sind verdammt nochmal Häuser. Es hat funktioniert. Ich wollte vorhin in der letzten Folge den anderen Weg gehen, aber ich bin diesen Weg gegangen. Und seht, wo ich angekommen bin. Ich freue mich gerade. Entschuldigung. Ach, konnte das Mikrofon nicht mehr ausmachen. Da kommt einer. Das habe ich aber gehört. Ach, wie viele sind denn hier? Hab noch keine Pfeile gebaut. Ist ja richtig was los. Und hinter mir ist jetzt keiner, oder? Das würde mir ja noch fehlen. Warum habe ich den nicht gerade nicht getroffen? Also das Schlimmste sind ja schießende Zombies. Die mag ich nicht. Da kommen ja auch noch welche. Das ist bei, ja, eine Horde, das würde mir jetzt genau fehlen. Häuser gefunden und gestorben. Ja, die sind doof, die rennen dahin, wo der Spider geschrien hat. Oh, und ich habe hier freie Bahn. Schick. Oh, nee. Wir haben gemerkt, dass ich da bin. Oh, ich muss mal hier weg. Dass mich von hinten gleich was anfällt. Ja, und so gehen meine Pfeile wirklich dahin. Aber hierfür lohnt sich das ja, die auszugeben. Das macht ja Spaß, wenn man viel hat. Ja, schon wieder verschimmeltes Brot bei? Mensch. Na, komm her. War da wieder eine Glasscheibe bei? Yay! Macht mich. Ja. Ich denke mal, das Fett werde ich ihm hier schenken. So nett wie ich bin. Hat auch seine alten Tage noch ein bisschen zugenommen. Wo willst du denn hin hier? Schreie mich nicht an. Ein Gläschen. So. Ich höre schon wieder einen Spider irgendwo. Und zwar sehr nah. Hatte ich hier einen Zombie gesehen? Nein, das war eine Sau. Okay. Dann gucke ich mal hier, ob hier noch irgendwo was ist. Da hinten ist was. Da ist sogar eine Krankenschwester. Da mal hingehen. Lass das mal angucken. Das ist eine andere, oder? Ja. Aber. Ich hab's lieber ruhig. Okay, dann haben wir das ja schon mal hier. Ja. Ist
Stickies haben wir jetzt auch. Dann könnte ich mal schnell Pfeile machen. Wo sind denn meine Federn wieder? Oh, Federn habe ich jetzt aber viel. Da ist doch noch einer. Zack, weg ist er. Ich möchte ja nicht überrascht werden hier. Aber ich höre immer noch einen Spider. Er müsste vier sein. Da hinten sind Zombies, aber kein Spider zu sehen. Na komm. Einfach nur mal zur Vorsicht ein paar wegnehmen. Okay. Möchte sagen, habe mich so lange auf die Stadt gefreut, dass ich jetzt mit dem Schuppen anfange, weil da ist die Tür offen. Eine Hose, die habe ich, oder? Dann werde ich mal meine Keule reparieren, bevor mir die kaputt geht. Weil es schon eine schöne Nahkampf war. Kommt ein Airdrop, wir sehen uns, ob wir ihn draußen gleich sehen. Den sehen wir. Aber der geht ins unbekannte Land. Und hier ist ein riesen See, so wie das aussieht. Merke ich mir mal Richtung Süden. Aber hier ist auch ein Spider-Zombie. Aber ich sehe den nicht. Also die Zombies waren sehr nett. Die haben mir hier echt schon mal alle Türen aufgemacht. Ich werde mal hier zumachen, dass ich gleich jemanden hinter mir stehen habe. Ja, fange ich mal hier an. Oh, ich muss ja essen und trinken. Hätte ja auch mal jemand von euch sagen können. Ah, mich stört das damit, denn es ist ein Spider-Zombie. Die stören mich. Wahrscheinlich sollte ich mich echt um die erstmal kümmern, aber ich esse jetzt einfach mal, weil ich denke, ich brauche jetzt erstmal keine Ausdauer. Und dann bin ich wegen satt. Ein Campfire haben wir schon mal. Da ist ein Topf noch. Echt was Schönes. Kann ich auch mal ein bisschen noch trinken. Ach so, hatte ich die Hose? Ich habe eine Hose. Dann kann das hier bleiben. Ich kann das Glas hier lassen mal. Ist jetzt nicht so prickelnd wichtig. Dann könnte man das umwandeln. Ich glaube, wenn ich den dazu packe, passt es ja. Okay. Habe ich ein bisschen mehr Platz wieder in den Taschen. Draußen unbedingt gleich gucken, das macht mich nervös. Kein Buch. Kein Buch. Aber wenigstens ein Kochtopf. Ah, oh, kein Buch hier. Kann doch nicht wahr sein. So, wo bist du? Schreist mir die ganze Zeit an und versteckst dich. Und ich sehe ihn nicht.
Oh, der Airdrop sieht man noch von Weitem. Das ist schön. Das ist ja irgendwo auf dem Wasser. Hole ich mir gleich. Ah, jetzt ist er weg. Ne, da hinten zwischen den Bäumen. Na gut, ich möchte erstmal hier. Ups. Erstmal hier. Ich hab. Upsi. Was war das? Guck mal, da ist jemand drin. Ja, ist er drin? Das ist ja spannend. Er ruft jetzt eine Horde da drin. Oh mein Gott. So, aber hier ist jetzt keiner, ne? Das macht mich nervös hier. Ich glaube, da sind ja 3, 4 Zombies drin. Reingucken. Bist du ruhig? Aber es bleibt ruhig, oder? Ach, ist das schön. Einer macht so viel Kraft wie eine ganze Horde. Bitte, 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 bitte. Oh. Naja, nicht das, was ich will. Echt nicht das, was ich möchte. Ach nee, ey. Hab Häuser gefunden und komm hier echt nicht weiter. Ich muss wirklich gleich mal zu den Airdrop rennen. In der Hoffnung, dass da tatsächlich was drin ist. Mit dem roten Kreuz bin ich aber auch gesehen. Ach, Kaffee, das ist schön. Kann ich was anpflanzen? Wenn ich eine Ruhe hätte. Das finde ich so ärgerlich. Habe ich endlich Häuser gefunden? Und das bringt mir gar nichts. Nichts Besonderes hier. Gut, der Topf, ja. Die Töpfe. Mittlerweile kann ich ja eine ganze Küche einrichten. Großküche. Mann, oh Mann, oh Mann. Gut. Dann auf zum Airdrop. Ach, das mit dem Wasser nervt mich. Ah, jetzt humpelt er nicht mehr. Sehr schön. Aber jetzt sieht man den auch nicht mehr. Ah, das war straight Richtung Süden. Warum humpelt der jetzt schon wieder? Das ist doch völlig nervig. An. Genau da werde ich hinrennen. Ich werde mich von nichts ablenken lassen. Von sowas von überhaupt nichts. Und ich latsche voll gegen den Baum. Da ist ein Zeltlager. Mann, das ist ja hier. Wie Weihnachten und Neujahr. Wahrscheinlich werde ich gleich vom Hund gefressen. Richtig was los.
Da. Oh, ja, genau. Genau. Gleich hier sind's beide. Naja, ich. So, weg. Ich glaube, ich muss hier erstmal freiräumen, bevor hier überhaupt was passiert. Na, Oschi, kommst du? Hui. Uschi macht nett. Na, kommt mal her hier. Und zack, weg. Und nicht hau. Noch jemand hier? Du? Mehr? Hab auch nicht hauen. Ach, was ist hier los? Der hat doch gerade hier so eine Uschi-Horde gerufen, oder? Aber hinter mir ist jetzt gerade keiner. Irgendwie fühle ich mich gerade sehr, sehr unsicher. Aber so schön. Zeltplatz. Und ein Airdrop. Ich muss aber hier ein bisschen rennen. Weil ich. Ach, der war sehr gut. So, hier kommen zwei. Der hat eine Horde gerufen, oder? Aber der hat echt alle Zombies aus. Ui! Na. Ach, ich wusste es. Ich wollte doch verdammt nochmal nur diesen Erdrock. Warum? Ja, die Folge wird wohl etwas länger. Weil ich kann jetzt hier nicht aus. Wo bin ich denn gerade hingeflogen? So. Krankenschwester würde ich ja gerne noch behalten. Aber ich würde hier auch gerne. Ach Gott. Okay, du bleibst erstmal am Leben. So, dann haben wir dich weg. Haben wir nicht weg. Ich schläge hier das Ding weg und ich bin unten. Ne? Ich werde doch mal ändern. Schön nehmen wir was. Schön nehmen wir was. Da ist nichts gut. Zack, weg. So, da kommt die andere. Schönheit. Die ist hier im Zelt, oder? Macht mich nervös. So. Und nach Adam Riese dürfte nur noch die Krankenschwester da sein. Hallo, hier bin ich. Ey, hallo. Ach, Süße. Ey. Schnucki Putzi. Genau, siehst du? Habe ich dir gesagt. Ich bin hier. Ja, dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich erstmal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Da ist dann noch einer. Was macht die denn hier für Verrenkung? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Etwas zumindest. Und ich freue mich, euch auch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Dann mit Airdrop und einem Zeltplatz. Auf Wiedersehen!